passiert, wenn man einen Mann mit 100 Frauen einsperrt? Für dieses Experiment brauchen wir einen hemmungslosen Mann. Deswegen würde ich jetzt sagen, 3, 2, 1, lassen wir die wundervollen Frauen los. Oh no, oh no. Agathe hatte ein langes Leben, doch schließlich ist ihre Zeit gekommen. Hallo Sensi. Das wird hier immer enger und enger. Und wir haben offensichtlich das allererste Töchtelmächtel. Wo, was? Hab meinem Freund letztens einen Limonadenwitz erzählt. Fand er lustig. Oh. Das Wetter ist dafür gar nicht mehr lustig. Den